Hallo Prieto Kuka, heute machen wir Grammignidl mit Sauerkraut. Also ganz was typisch Österreichisches. Dafür stellen wir gleich mal Sauerkraut hin. Ja, ich habe das Sauerkraut in das Reinl gegeben, wo ich die Grammin auslassen habe, weil das natürlich einen guten Geschmack hat. Gib ein bisschen Wasser dazu. Wenn wir schön kochen können. Dann Lorbeerblau, Wacholder und Kümmel. Nachdem wir aus Österreich sind, ein bisschen Zucker dazu. Nicht allzu viel, nur ein bisschen an. Und das Ganze stellen wir mal hin. Als nächstes, das Reindl habe ich schon dahergestellt, da wir für die Grammin herrichten. Da tun wir jetzt mal Zwiebel anschwitzen und dann die Grammin kurz reingeben und das Ganze abwürzen. Den Zwiebel da mal schön klar schneiden. Den können wir gleich mal ins Reinl geben und ein bisschen ausschwitzen lassen. Und nachdem jetzt der Zwiebel ein bisschen ausgespitzt schon ist, geben wir die Grammin dazu. Wuppdiwupp. Dann geben wir gleich mal Knoblauch dazu. Das duftet. Ein bisschen Pfeffer, mit einem Orangenpfeffer, das ist schön fruchtig. Wenn die Grammen gut auslassen worden sind, so wie die jetzt, weil die haben wir zweimal praktisch angeseift, dann braucht man es wirklich jetzt nur mit kurz ausschwitzen, damit das Ganze schön vermischt ist. Und dann ist das fertig. Sollten es gelbere Grammen sein, dann muss man es ein bisschen natürlich ausresten lassen und die Fetten dann auch noch wegkriegen. Ja, so ist schön. So, dann werden wir noch zum Schluss setzen. Und natürlich ein bisschen mehr allgemeine. So, jetzt zeichnen wir das Ganze ab, lassen es auskühlen und praktisch ein bisschen abbrennen lassen. Aber der Grammin aus Silberleine wird ein bisschen abbrennen können. So, nehmen wir da auf Zeiten, dann wird es auskühlen. Als nächstes beginnen wir mit Kartoffelteig. Das heißt, die Kartoffeln haben wir schon gekocht und die haben wir jetzt auskühlen lassen und jetzt wird es nur mehr durchgepresst. So, nachdem jetzt die Kartoffeln durchgepresst sind, gehen wir es gleich mit dem nächsten an. So, sättigen. So, zu den Kartoffeln gehen wir jetzt Eier. Salz. Margarine, Butter oder wie mein Fall Schmalz. Nachdem wir Grammignidl machen, dann habe ich natürlich gleich Schmalz genommen, einen guten Esslöffel her. Und griffiges Mehl. Das
Ein Kartoffelteig nie zu stark kneten, weil dann wird er so schmierig. Das hat er wirklich nur ganz locker gemacht. Mehl dazu. Das lassen wir jetzt ein bisschen stehen, ein bisschen durchzählen und dann geht man fertig. Gut, jetzt hat der Kartoffelteig ein bisschen gerost. Eine Viertelstunde, 20 Minuten. Jetzt gehen wir anfangen mit den Kramignieren. Dazu dann einmal schön einstand, oder? Servierstelle. Machen Sie mal Probeknädel. Schauen wir mal, wie alles passt. Einfach nur ausdrucken, dass es schön rund ist. Hopp, einstauen. Und schön zu pressen. Schauen, dass die Kramen wirklich schön drinnen sind. Der Kartoffelteig geht das sehr schön, da kann man schön nachdrucken. Da ist das kein Problem. So, dann. Machen Sie mir das Probieren aus, schauen wir, ob es passt. Das Wasser nicht vergessen zu salzen. Das schon schmeckt. Wie gesagt, schön auseinanderdrucken. Dass es ein schönes Tatschkal wird. Da mitten die Kramen rein und zuschauen. Zusammendrücken. Da ein bisschen pressen, damit die Luft rausgeht, damit keine Luft drinnen ist. Schön. Nachdem das Probeknädel kalt, können wir jetzt die Kramignädel kochen. Nicht zu viel auf einmal reingeben, das soll schon schön schwimmen. So, und den jetzt schön langsam kochen lassen. Dann machen wir den letzten Rest fertig. Das Sauerkraut ist jetzt auch schon fertig gekocht, das haben wir jetzt noch fertig abwürzen. Geben wir ein bisschen Suppenpulver rein. Schuss Salz. Machen wir das Ganze. Ah. Wunderbar. So, nachdem wir es sauber machen, kann man es auch abbinden. So binden macht man ganz einfach. Mehl mit ein bisschen. Eine Milch, schön verquirlen und das kommt da dazu, also ein normaler Einmach. Weil sollte man es nicht anbinden, wäre es ein Gabelkraut. Sauerkraut ist immer gebunden. So, wenn das dann fertig ist, haben wir aufkochen lassen, dann können wir schon auf Zeiten stellen. Dann können wir sie schon anfangen, schon langsam zum Anrichten, weil die ersten Mädels sind auch schon fertig, die schwimmen schon alle schön brav. So, das kocht wunderbar. So, können wir schon auf Zeiten stellen. Nachdem jetzt der Sauerkraut ein paar Minuten angekühlt ist und praktisch ein bisschen nachziehen hat können, können wir mit dem Anrichten anfangen. Dazu geben wir mal den Sauerkraut rauf und drüber. Jetzt habe ich wieder die Sicht gleich weggeschmissen, damit kein Hoffe beißt. Zwei Gnederle raus. Nehmen wir das auf
mitnehmen. Ah, und fertig sind die Krammigirn mit Sauerkraut. Wie immer jetzt im Anschluss das Rezept und kann wieder nur sagen, guten Appetit, es ist ganz einfach ein leibendes Gericht. Einfach essen, es passt.